Eigentlich sagt man, New York sei die Stadt, die nie schläft. Aber Singapur kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Und hier wartet man heute bei den grellen Lichtern am Hafen im Marina Bay District auf den nächsten großen Preis. Es werden sehr lange, sehr harte Runden und es gibt nur ganz wenig Spielraum für Fehler. Heute Abend werden wir hier in Singapur so etwas wie ein Langstrecken-Formel-1-Rennen erleben. Die Fahrer müssen über die welligen 5 Kilometer des Marina Bay Street Circuit 23 Kurven überstehen. Es gibt zwei DRS-Zonen, eine auf der Boxengeraden, die andere am Raffles Boulevard, auf dem Geschwindigkeiten von über 300 Kilometer erreicht werden können, bevor es am Ende in eine harte Bremszone vor Kurve 7 geht. Das enge Stück über die Anderson Bridge könnte heute besondere Probleme bereiten, denn es ist unangenehm nass. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Gasly, Verstappen, Nico Hülkenberg und Bottas, Weber, Ricciardo, Sainz Jr. und Sergio Perez, Leclerc, Raikkonen, Devin Butler und Vettel, Magnussen, Stroll, Alexander Albon und Lando Norris. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Russell und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Ja, da müssen wir jetzt liefern. So, damit willkommen zum Rennen und los geht's. Endlich wieder Paul und das auf einer Strecke, die ich eigentlich nicht wirklich mag. Sind alle mal durch. Vorhin war die Qualifying-Runde sehr wichtig. Die war sehr, sehr wichtig, dass wir die nochmal so eine Zeit rausgehauen haben. So konnten wir überhaupt das Team Pole, sonst wären wir nämlich da hinten auf 3 irgendwo gelandet. Aber, ja, mal gucken. Das heißt, die 25 Punkte im Idealfall 26 hier noch umrennen zu holen. Und der nächste Schritt Richtung Werbung zu machen. Letztes Jahr nur 19.000. Mal gucken, was heute drin ist. So. Nichts Mercedes, sondern die beiden Red Bull.
Ah, nicht gut weggekommen. Wieder vorbei auf eins. Fünfzehn Runden. Könntest du schon mal einen Ticken absetzen, schon mal ein bisschen wegfahren? So, erste Runde durch. So, die Stadtfahrt haben wir gut überstanden. Wir sind vorne, das ist wichtig. We're approaching the pit window. 42.2. Schön, der Hamilton auf 3. Wichtig für uns.
sind aktuell wieder 11 Punkte plus. Mal, glaube ich, richtig gerechnet habe, 167 Vorsprung. Wenn es so bleibt. Sogar schon nächster Weltmeister werden. Nachdem das hier heute ausgeht, vielleicht sogar heute schon. Nächste Woche ist Russland, glaube ich. Das ist ja so eine Strecke, die mir liegen würde. Oder liegt. Box, box. We're coming in this lap. Wobei, ganz sicher ist das hier noch nicht. Eine Runde muss ich noch. Geweiht die Box.
Pong. Ich hatte übernimmt da schon. Science auch in der Box. Ja, ist gut, auf kriegen wir aber weiter. Dritt hier aneinander abgearbeitet. Oh, warte doch nicht noch 5 Stunden. Das war's mit der Führung. Danke fürs Warten. Alle vor mir, Hamilton, Verstappen, alle schön da vorne. Danke fürs Wegschießen, Alter. Du hast wahrscheinlich nichts abgekriegt. Ja, das Geilste ist, dass uns alles hier auffällt. Na, leck mich doch. Oh, ja, dann ist gut. Dann war's das. Fuck, das Rennen ist weg. Thomas Gießen. Das Tappen zieht vorne weg und ich kann nichts machen hier hinten. Klebt so 4 fest. Our gap to the car in front is 6.5 seconds. So, und danke liebe Box, dass ihr mir das Podium weggenommen habt. Und den Sieg weggenommen habt. Weil er einfach gesagt hat, komm, ich warte über ein paar Minuten noch. Gerade, dass ich nicht noch eine Runde draußen geblieben bin. Car behind on the medium tire.
by 9.5 seconds. Alter, eine Überraschung, das habt ihr mich hier verkackt. Ich muss ja schnellstmöglich ran und vorbeikommen, ey. Ja, schon klar. Right, some information on Ricardo. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Zwei Sekunden noch. Eine neue Bestzeit. Thank you.
the car. We can't sustain this level of damage. Seconds. Ach, leck mich doch. Habe ich ein Motor, wo ich rüberkomme? Gewinnen werde ich das Rennen nicht mehr. Dank meiner Lieblingsbox. Die aber gesagt haben, komm, wir warten noch ein bisschen. Aber wenigstens Zweiter werden will ich. Ein bisschen zu draus, Mann. Jetzt muss ich hoffen, dass ich ihn da vorne noch kriege. Was aber schwierig wird. Thank you.
Hey, 5 Sekunden fahre ich nicht schneller als der. Ach man, leck mich doch, ey. Scheiß Box, ey. Dann bin ich jetzt weiter. Und unsere Box kostet tatsächlich den Sieg. Warum sind sie sich direkt rausgeschickt, als er dann einfach warten musste? Fantastic drive. And it means your driver's world champion. What a result. Enjoy it. Das reicht tatsächlich sogar zum Weltmeistertitel, dieser zweite Platz. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal dann ist es egal. Schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints die ganze Distanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Ja, trotzdem ärgerlich. Trotzdem richtig ärgerlich, so ein Ding zu verlieren. Vor allem so. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Gleichzeitig bedeutet das, dass der Führende nicht mehr eingeholt werden kann. Wir haben also einen neuen Weltmeister. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. McLaren baut den Abstand an der Spitze aus. Also sind ein paar Punkte mehr, wenn wir sagen müssen. Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Naja. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Lucas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis? So. Sie und Lucas waren heute nicht weit auseinander beim Zieleinlauf. Fahren Sie. Wie fühlt es sich an, mit Ihrem alten Formel-2-Teamkollegen auf dem Formel-1-Podest zu stehen? Sofern ist natürlich. Klasse, das war dann alles. Trotzdem, das Ding hätten wir gewinnen müssen. Ärgert mich trotzdem so ein bisschen.
So, die Fahrer werden tolle gewonnen. Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. So. Dieser Fahrprofil-Rivalen. Ja, okay, mal trotzdem das nächste Wochenende. Das müsste jetzt Russland sein, das nächste, oder? Ja. Bis dann.